Hallo meine Lieben, mein Name ist Sörensen, aka Teddygun. Und ich nehme euch heute mal mit auf eine Reise durch Crazyland, unserem Freizeitpark, auf dem FTS Gaming Server. Als erstes möchte ich euch zeigen, wo ihr in unserem Park schön essen und was trinken könnt. Dort haben wir zum Beispiel zum einen zu meiner Rechten die Burgerbude, schön nachempfunden im Stil eines Burgers, die wir uns später noch mal genauer anschauen werden. Wenn ihr ein kühles Bier oder einen Drink zu euch nehmen wollt, dann tut ihr das ganz einfach in der Cola, beziehungsweise an der Cola, mit der Cola. Solltet ihr Freunde haben, beziehungsweise solltet ihr Freunde haben, die gerne Souvenirs sammeln und am liebsten sich was schenken lassen, dann haben wir unsere Souvenirläden. Einmal die Truhe mit unseren Flaggen oder anderen Symbolen und unser Geschenk, unser Giftshop. Lasst euch überraschen, was es dort alles geben wird. Bevor ich es vergesse, solltet ihr mal Lust auf was Süßes bekommen, dann ist der Cupcake hoffentlich genau das Richtige für euch. Denn hier gibt es, wie könnte es anders sein, Backwaren aller Art und natürlich auch Cupcakes. Wenn ihr Fragen habt, dann begebt euch doch ganz einfach zum Infostand, denn der ist relativ leicht zu erkennen, wie ihr hinten im Hintergrund von mir seht, das Gebäude mit dem I drauf. Natürlich achten wir auch auf Grundbedürfnisse unserer Parkbesucher. So haben wir hier, so wie hier am Strand, als auch im Steakhouse, sanitäre Einrichtungen oder auch Toiletten genannt. Doch genug gequatscht. Ich zeige euch jetzt gleich sofort den Park aus mehreren Blickwinkeln. Und vielleicht schauen wir auch in das ein oder andere rein. Zunächst möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass wenn ihr im Park seid, euch bitte die schöne Regelwand anschaut und durchlest. Es stehen eigentlich Sachen drauf, die man weiß oder wissen sollte. Dennoch bitte ich um Verständnis. Und nun geht's los mit einem Flug über unseren Park. Und Flug ist natürlich wörtlich zu nehmen. So, wir gehen von der Katze aus einmal links herum am großen Kaugummiautomaten vorbei und den ersten Toiletten, die ihr früher in diesem Video schon gesehen habt. Und wir kommen gleich mal zum ersten Fahrgeschäft, zum Up and Down. Oder Musikexpress, Hitparade, Berg- und Talfahrt. Alles Namen für und die man dafür kennt. Ihr könnt es sehen, was es ist. Großartig erklären brauche ich es wohl nicht mehr. Aber auch hier gibt es natürlich stilecht Musik. Zumindest hoffe ich das. Sollte es eigentlich geben. Musik, ich brauche Musik. Da haben wir sie. Ja, den Song kennt ihr hoffentlich alle. Und ihr habt mittlerweile auch einen Eindruck bekommen, was dieses Fahrgeschäft sein soll. Dann habt ihr im Hintergrund schon das Glumanda Pixelart gesehen. Ja, es sind Pixelarts verteilt im Park, so ein paar. Vielleicht findet ihr ja alle. Wir lassen uns überraschen. Dann war das nächste Fahrgeschäft ein Autoscooter. Auch hier ist eine Musikanlage in Planung bzw. im Bau. Deshalb kann ich dort nicht mehr zeigen. Schade eigentlich. Aber das ist unser Autoscooter. So, und nun geht es weiter im Text.
kommen wir zur Achterbahn, die noch auf Fertigstellung wartet, die Muskbahn. Warum Musk? Das ist einfach der Server-Admin und wir dachten uns, warum nicht. Dann geht es hier hinten vorbei an dem Herz zum Minion. Und der ist echt schön gewesen, geworden und ist eins unserer Pixel Arts. In der Banane auch eine schöne kleine Achterbahn. Klein, aber fein, wenn man so möchte. Kann ich mal kurz reinschauen. Zack und zack. Lasst euch mal überraschen. Fahrt doch gerne damit, wenn ihr mal bei uns seid. Denn Achterbahn werde ich euch heute nicht zeigen. Das müsst ihr selber rausfinden. Hier vorbei am Final End, welche ich in einem Video schon mal genauer vorgestellt habe. Beziehungsweise welches noch kommen wird. Je nachdem, wann dieses Video draußen ist. Dann fliegen wir den Weg, den ihr dort vorne seht, gleich einmal weiter. Und überspringen einmal das hier. Und fliegen zum Liebestunnel. Ja, sowas gibt es hier auch. Für die Verliebten unter euch, für die Pärchen. Oder die, die es werden wollen. Oder einfach für Leute, die Sehnsüchte haben. Wie auch immer. Wie gesagt, hier fliegen wir erstmal vorbei. Das kommt gleich noch. Und jetzt fliegen wir erstmal auf unser schönes Riesenrad drauf zu. Mit hier der kleinen Parkbühne, Parkbühne kann man es nicht nennen. Mit der kleinen Seebühne. Aber dieses Riesenrad hat auch einiges an Arbeit gekostet, an Stunden gekostet. Und deswegen sind wir auch relativ stolz darauf, dass es jetzt mittlerweile fertig ist und auch funktioniert. Wie? Das wüsstet ihr gerne. Dann schaut vorbei. Wie gesagt, die Adresse gibt es zum Ende des Videos, sowie unter dem Video verlinkt. So, dann gibt es hier noch einen kleinen Badeshop, Bademodenshop. Auch hier könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt. So, dann gehen wir wieder auf den Park drauf zu. Hier haben wir ein Gruselhaus, mittlerweile auch eröffnet. Nachdem dieses schon einmal einen Brandschaden erleiden musste oder erlitten hat. Jetzt mit etwas neuerem Aufbau, aber wieder sehr, sehr schön. Und um euch die Spannung nicht vorwegzunehmen, werde ich natürlich nicht reinfliegen, nein. Dies zeigen wir euch heute mal nicht. Genauso wie der Kürbis. Unten drin ein schönes Labyrinth. Wenn ihr den Weg findet, habt ihr meinen Respekt. Auf jeden Fall ein sehr schön gebauter Kürbis. Und ja, passt ja auch irgendwie zu Halloween. Welches wir gerade mehr oder weniger haben. So, dann sehen wir die nächste Achterbahn. Das ist die wilde Maus. Eine sehr, sehr wilde Maus auf jeden Fall. Natürlich nach dem Originalvorbild gebaut. Und auch fast die gleichen Farben wie das Original. Dann kommen wir zu unserer ersten Bahn, die hier stand. Eine kleine Kinderachterbahn. Die Raupe Nimmersatt hieß das Ganze, glaube ich. Auf jeden Fall soll es eine Raupe darstellen. So, und ihr seht auch hier ein wenig grün. Und ihr seht die Cola, das heißt, hier waren wir schon mal. So, natürlich darf man auch sich auch erholen und entspannen. Auf unserem Grillplatz ist eigentlich immer ein freies Plätzchen zu finden. So, dann haben wir hier noch für die Mutigen unter euch ein kleines Jump'n'Run aufgebaut. Beziehungsweise die gute Katsumila hat das hingekriegt. Ich könnte sowas nicht, deshalb hat sie es auch gemacht. Auf jeden Fall sehr schön und auch nicht gerade sehr einfach, zumindest für mich nicht. So, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist das denn? Ja, das kann ich euch zeigen. Das ist das, hoppala, das Crazyland Funhouse. Und hier möchte ich euch eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen. Nur, es gibt hier Rätsel, Spaß und Spiel drin. Nur schafft ihr auch es, wieder nach draußen zu kommen. Ich lasse mich überraschen, ob ihr es schafft.
Dann fliegen wir mal wieder weiter. Ihr seht hier, SpongeBob ist auch am Start. Und Gary natürlich mit Pixelart. Dann fliegen wir mal hier hinter, lang Wildwood. Habt ihr im Video definitiv schon gesehen, denn das ist schon längst draußen, wo ich dieses Video überhaupt aufnehme. Beziehungsweise ihr könnt es euch angucken. Eine kleine, aber feine, beziehungsweise, na gut, das ist die größte Achterbahn, die wir hier haben. Zumindest von der Höhe. Und natürlich alles im Holzlook gehalten. Eine Holzachterbahn halt. So, dann haben wir hier unser schönes Verwaltungsgebäude. Und wer das nicht kennt, ist selber schuld. Haben wir hier den Mitarbeiterparkplatz. Und ja, wir reiten immer zur Arbeit, beziehungsweise, ja. Wir alle reiten und Fabi reitet auf dem Esel. Beziehungsweise auf dem Schwein. Warum auch nicht? Sein Schwein heißt übrigens natürlich, wie sollte es anders sein? Bacon. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit damit beschäftigen, denn das ist ja eigentlich eher Privatsache der Mitarbeiter hier. So, und wo wir gerade bei SpongeBob und Patrick waren und Gary, zeige ich euch natürlich jetzt, wie ihr schon gesehen habt, die tolle Achterbahn, beziehungsweise den Eingang dieser Achterbahn. Das ist der Haimund. Beziehungsweise der Hai ist der Eingang, über den ihr in diese schöne Unterwasserachterbahn kommt. Ja, Unterwasser, ihr habt richtig gehört. Hier geht es wirklich ins feuchte Nass. Ins kühle Nass. Feuchte Nass ist irgendwie doppelt. Und es sind auch kleine Schaubilder dabei. Aber da will ich euch nichts vorwegnehmen. Fahrt sie selbst. Und wenn ihr Schießen trainieren wollt, dann am besten hier im Schießstand. Im Little Shot. Oder am Little Shot. Ein kleines, aber feines Schussfeld. Mit Signalen, falls ihr trefft. Dann haben wir natürlich auch, was in keinem Freizeitpark fehlen darf oder Rummelplatz fehlen darf. Ein Kettenkarussell. Und vorbei an diesem Kettenkarussell landen wir bei Riding the Dragon. Einer chinesisch-japanisch angehauchten, ja sagen wir mal asiatisch angehauchten Achterbahn, die in Form eines Drachen durch einen ganzen Tempel geht. Auch hier will ich euch natürlich nicht allzu viel vorwegnehmen, denn das Video kommt ja auf jeden Fall auch noch. Und jetzt haben wir eine kleine Besonderheit. Den wohl einzigen funktionierenden Autoscooter in Minecraft überhaupt. Auch wenn man ihn eher als Schweinescooter nennen kann oder betiteln kann. Aber er funktioniert. Leider ein wenig anders als geplant, denn man muss auf S für vorwärts drücken und auf W für rückwärts. Aber das macht es nur noch umso lustiger. Und wenn ihr denkt, das war jetzt schon alles, dann habt ihr euch getäuscht. Denn wir haben natürlich auch noch einen kleinen Wasserrutschenpark. Beziehungsweise den Slider. Die Slider, wie auch immer. Vier Wasserrutschen, unterschiedlich angeordnet. Auch ein Spaß für die ganze Familie. Aber auch das war es immer noch nicht. Denn auch für die Kleineren unter euch oder die Tierlieben haben wir hier noch was. Ein kleiner Streichelzoo. Vorbei am Pixar Panda. Hier könnt ihr Hasen, Pferde, Pilzkühe. Wie kommt da überhaupt ein Pferd rein? Naja, wie kommt hier ein Pferd rein? Und Schafe. Jedenfalls haben wir Tiere. Ein paar. Füttern ausdrücklich erwünscht, denn wir vergessen es sowieso wieder. Ach ja, und bevor ich das wieder vergesse, wir haben ein Schweinerennen. Schweinesattel- und Angelrute mit Karotte reichen, um durch diesen lustigen Parcours zu finden. Hui. Den ich euch gerne hier einmal vorführe. Huppa, hier geht's lang. Ein schöner Parcours. Und man muss aufpassen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Dann haben wir hier das verrückte Etwas und es ist wirklich verrückt.
Der Earthquake hat's erbaut. Und es ist wirklich lustig. Es macht schon Spaß, klein, aber fein. Auch hier das Motto. Und dann gehen wir zu einem Projekt, auf das ich mehr oder weniger sogar selbst stolz auf mich bin. So leid es mir auch tut, aber das muss ich auch mal sein. Denn es ist Pirate Bay. Mein erstes Projekt hier im Park gewesen, also welches ich fast alleine gebaut habe. Ich hatte natürlich Hilfe bei manchen Sachen, aber das erkläre ich euch, wenn ich da bin. Beim Schiff zum Beispiel, da wurde einfach nur ein bisschen, ja, nachgeholfen. Mit den Dispensern zum Beispiel. Oder auch der Planke. Ansonsten ein Piratenschiff der obersten Klasse vielleicht. Na gut, der Mittelklasse. Dann haben wir hier unser schönes kleines Piratendorf. Denn das durfte natürlich auch nicht fehlen. Häuser natürlich wie zu damaliger Zeit alle relativ gleich gehalten. Hier im Haupthaus haben wir sogar noch eine kleine, na, Schenke. Die Schenke zum betrunkenen Seemann. Dort schauen wir auch mal kurz rein. Ja, Rumfässer, alles noch da, ist ja schön. Bier kann gezapft werden. Ja, das ist doch gut. So will man das Sehende. Und jetzt habt ihr natürlich schon gesehen. Den Schädel, den Totenschädel. Auch hier ist eine Besonderheit drin, worauf ich mega stolz bin. Auch wenn ich das nicht alleine gebaut habe. Den Schädel habe ich nicht mal alleine gebaut. Dort hat mir auch Queen of Madness geholfen. Und jetzt will ich euch nochmal ganz kurz hier mit reinnehmen und zeigen, was wir hier für euch haben. Einen kleinen Schatz, wenn ihr so wollt. Das Herzstück der Pirate Bay. Ja, mit Musik. Ihr habt richtig gehört. He's a Pirate. Heißt es, glaube ich. Ich habe es nicht erstellt, deswegen kann ich es auch nicht genau sagen. So. Was bleibt mir noch anderes zu sagen als, schaut euch den Park gerne mal selbst an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt und uns mal einen Besuch abstattet. Wo wir zu finden sind, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Tja, wenn ihr es immer noch nicht mitgekriegt habt oder noch nicht gelesen habt unten, wir sind zu finden unter mc.fds-gaming.de. Wie gesagt, unten in der Beschreibung der Link. Dort könnt ihr natürlich auch gerne mal auf die Internetseite gehen oder auf die Live-Map schauen. Vielleicht werde ich die Live-Map auch nochmal verlinken, dann könnt ihr über oder wäret ihr über mögliche Baufortschritte, die noch kommen, ja, benachrichtigt oder informiert. So, und jetzt möchte ich natürlich auch nochmal mein Lob öffentlich austun. Ja, bekannt geben. Och Mensch, jetzt hat sich während der Aufnahme doch tatsächlich der Kopf von Katze Mila geändert. Gut, aber ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei allen, die bisher mitgemacht haben. Das wäre einmal The Fabi LP. Auch dort könnt ihr gerne mal auf den Kanal gehen. Auch ein cooler Typ, der gute Videos macht. Und demnächst mit dem ich demnächst auch in Hamburg bin. Und das ein oder andere Video drehe. Dann SSTR unterstrich, beziehungsweise SSTR Earthquake, so nennen wir ihn einfach mal. Auch sehr nett und kann auch bauen, wenn er denn mal Lust hat. Dann natürlich Katsumila, deren Kopf sich geändert hat. Auch sie in Hamburg mit dabei. Und, naja, sie kann mega gut bauen. Zum Beispiel der Minion, das sagt eigentlich schon alles. Oder auch The Final End hat sie gebaut. Sie hat die Bilder, oder sie hat, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, sie hat eine Sache in der Unterwasserwelt gebaut. Sie hat
so einiges hier schon entstehen lassen. Dann haben wir Queen of Madness. Sie ist unter anderem für die Musik zuständig. Und auch an sie geht ein dickes Lob. Und ihre Achterbahn ist The Riding Dragon. Und ja gut, das bin ich. Meine Achterbahn, kann ich auch nochmal dazu sagen, ist Wildwood. Also jeder hat, bis auf Fabi, eine eigene Achterbahn, denn Earthquake hat ja das verrückte Etwas. Nur Fabi fehlt noch mit einer Achterbahn und die kommt vielleicht auch noch. So, auf jeden Fall ein großes Lob, ein dickes Lob, ein riesen Dankeschön an diese vier weiteren Personen. Ihr habt es euch echt verdient. Und mit diesen Worten kann ich mich eigentlich nur verabschieden. Aus diesem Video von über dem... Ich verabschiede mich von dem Rundflug, sagen wir es mal so. Und vielleicht sehen wir uns ja gleich nochmal wieder. Vielleicht melde ich mich ja nochmal. Vielleicht habe ich ja noch irgendetwas zu erzählen. Also, das ist auf jeden Fall Crazyland. So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat der Parkrundgang bzw. der Rundflug über den Park ein wenig gefallen. Und ich möchte euch eigentlich nur mal erklären, wo ihr uns findet nochmal. Ihr geht einfach auf den Server mc.fts-gaming.de in euer Minecraft und klickt dann auf das Schild zu Crazyland. Beziehungsweise ihr könntet natürlich auch erst einer Stadt beitreten oder eine gründen, denn es ist immer noch ein PvP-Roleplay-Server mit dem Townie-System. Wir würden uns über neue Spieler sehr freuen und würden uns freuen, wenn wir dich bald hier begrüßen dürfen. Nicht nur auf diesem Server, sondern auch bei uns im Park. Ansonsten ist alles Wichtige gesagt. Bei Fragen geht doch gerne wieder. Geht doch mal auf diesen Server und schreibt uns an, wenn ihr uns online seht. Die Namen dürftet ihr mittlerweile alle mitgekriegt haben. Und ich bin eh meistens online, von daher, ich schreibe euch auch an, wenn ich neue Leute treffe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich sage bis bald hier aus Crazyland. Ciao.